Häufige Fehler in Gutachten. Heute darf der Sachverständige einen Teil seiner Arbeit an Dritte delegieren. Ich erkläre es euch in diesem Video. Welcome at Active News. Mein Name ist Michael Langhans, ich bin Volljurist und Videoaktivist und dies ist mein Videokanal. Ich hoffe, ihr habt euch durch die anderen Videos schon durchgeschlagen. Heute ein wesentlicher Punkt, der gar nicht so lang zu behandeln ist, der aber wichtig ist, dass es im Hinterkopf abhakt. Darf der Sachverständige einen Teil der Aufgabe einfach durch Dritte erledigen lassen? Das ist bei den erheblichen Fragen ganz einfach zu beantworten. Nein. Ein Sachverständiger muss alles, was für das Begutachtungsergebnis relevant ist, selber machen. Wenn er dazu nicht kompetent oder nicht in der Lage ist, muss er das Gutachten entweder ablehnen oder das Gericht bitten, mitzuteilen, ob er denn sich einer Hilfskraft, zum Beispiel eines Psychiaters, für eine ergänzende Anamnese-Diagnostik bedienen darf. Was es aber bei sonstigen Aspekten wie Vorbereitungen, Durchführungen von Tests, bei denen in der Regel nicht die Anwesenheit des Psychologen ständig relevant ist. Bei Ankreuzeltests, die sowieso mal schnell ausgewertet werden, dürfte die Antwort relativ unbedenklich sein. Natürlich kann man da auch Hilfspersonen einsetzen. Aber wiederum das, was fürs Ergebnis relevant ist, zum Beispiel Explorationsbeobachtungen, Interaktionsbeobachtungen, Explorationsgespräche, die also für die weitere Bewertung des Sachverhaltes relevant sind, die muss der Sachverständige selber durchführen. Da kann man an dieser Stelle definitiv nicht zu dem Ergebnis kommen, dass der Sachverständige hier selber die Aufgabe an Dritte delegieren darf. Achtet darauf, im Einzelfall ist es tricky, sodass es Sinn macht, einen Anwalt oder einen Psychologen hierzu zu fragen. Aber die Grundsätze, hoffe ich, habe ich euch jetzt hier erklärt. Auch das ist ein Thema, ja, bei der Frage sind eben alle Beweismittel verwertet oder verwertbar. Ich würde mich freuen, wenn ihr euren Kommentar unten unterlasst. Bis dann, Servus.